Der Douro fließt durch ein tief eingeschnittenes Tal. Alto Douro ist die älteste geschützte Weinbauregion der Welt und seit 2001 UNESCO-Weltkulturerbe. Nur Wein, der hier angebaut wird, darf sich Portwein nennen. Mitten im Herzen des Douro-Tals liegt das Weingut der Familie Quevedo. Beim Portwein hat hier eine Frau das Zepter in der Hand, Claudia Quevedo. Frauen sind in der Branche in der Minderheit, aber sie werden immer mehr. Jetzt im Juni kontrolliert Claudia regelmäßig die Reben und legt auch selbst Hand an. Ich versuche gerade, diese Triebe herauszuziehen. Das sind Triebe, die unten an den Reben wachsen. Sie sind überflüssig. Sie stehlen der Pflanze die Nährstoffe. Und weil der Sommer hier so heiß und trocken ist und wir kaum Wasser haben, ist es wichtig, sie zu entfernen. Denn alles wird für den oberen Teil benötigt. Jetzt habe ich sie befreit. Jetzt kann sie wieder Weintrauben produzieren. Das ist eine Touriga National mit den ganz kleinen Beeren. Sie sind sehr klein, aber sehr gut und wichtig für die Qualität des Portweines. Auf dem 110 Hektar großen Weingut wachsen Trauben für Rot- und Weißweine. Das heiße Klima im Sommer ist aber besonders gut für Portwein. Claudia Quevedo ist seit 16 Jahren im Familienbetrieb für die Portweine verantwortlich. In den Kellern lagert in großen Walnussfässern der Wein zur Reife. Manchmal sogar über 40 Jahre lang. Die Winzerin prüft fast täglich Farbe, Geruch und Geschmack. Beim Portwein wird durch die Zugabe von hochprozentigem Alkohol der Gärungsprozess gestoppt. Der Zeitpunkt ist für Zuckergehalt und Geschmack entscheidend. Claudia erwartet heute eine Praktikantin. Sie will ihr Wissen weitergeben und noch mehr Frauen für ihren Beruf begeistern. Vor einigen Wochen hatte sich die Französin Marie Châtaignat das Weingut angeschaut. Sie möchte auch Winzerin werden. Hi Marie. Hi. Hi. Schön, dich wiederzusehen. Oh Marie, so viele Taschen. Ich freue mich sehr, dass Marie uns helfen wird. Sie wird für uns sehr wichtig sein in den nächsten Monaten. Ich werde meine Familie sicher ein bisschen vermissen. Ich sehe sie ja 5 Monate nicht. Aber es gibt ja viele Möglichkeiten, mit ihnen in Kontakt zu bleiben. Telefon, Internet. Claudia kann Unterstützung gut gebrauchen. Vor dem nächsten Termin will sie Marie noch allen vorstellen. Jährlich produziert das Weingut 750.000 Flaschen Portwein und 150.000 Flaschen Rot- und Weißwein. Seit 2 Jahren trägt noch eine weitere Frau Verantwortung im Familienbetrieb. Die 35-jährige Teresa Battista ist für die Rot- und Weißweine zuständig. Hi Teresa, wie geht es dir? Gut. Das ist Marie. Hallo Marie. Sie wird uns unterstützen. Hallo. Du bist gekommen, um mir zu helfen? Wunderbar. Wie Claudia hat auch Teresa Weinkunde studiert. Analysen gehören zu ihren Aufgaben. Gemeinsam wollen sie auf dem Gut neue Wege gehen und neue Sorten entwickeln. Ich glaube, Frauen bringen ein wenig mehr von sich selber mit in die Arbeit ein. Ein bisschen mehr Gefühl. Gegen Abend kehrt etwas Ruhe ein. Zeit für ein Treffen mit Vater Oscar Quevedo. Er überwacht noch den landwirtschaftlichen Teil des Familienbetriebes. Eines Tages wird er seinen Kindern die Verantwortung vollständig überlassen. Die ist schön, die färbt sich schon. Hier noch eine. Ich bin sehr stolz darauf, dass Claudia sich aus freien Stücken für diesen Beruf entschieden hat. Sie hat wohl unbewusst meinen innersten Wunsch gespürt. Ich hätte nie gewagt, das zu wünschen. Und ich hoffe, dass diese Tradition, die ja schon auf meine Großeltern zurückgeht, auch von meinen Kindern weitergeführt wird. Nun, die Kinder sind ja schon dabei, aber auch von den Enkeln und Urenkeln. Musik
Diese Landschaft ist wundervoll. Ich kann nicht aufhören, auf den Douro zu schauen. Einfach traumhaft. Der Fluss, die Weinreben. Ich finde, wir sind hier am schönsten Ort der Welt. Es ist das Paradies.